Eure Sprache ist unglaublich sensibel und feinfühlig. Aber die ökonomischen Verhältnisse werden immer brutaler. Toute l'élite est en train de tuer le peuple français. Les imbéciles. Stop. Moi je dis stop. Da schweigt ihr. Sind wir unwichtiger als Gendersternchen? Es war höchste Zeit für MeToo. Aber wo ist das MeToo für unwürdige Arbeitsverhältnisse? Ihr könnt euch über Blackfacing und Negerküsse und ich weiß nicht was echauffieren. Wo bleibt eure Empörung über Leiharbeit? Wir brauchen Chancengleichheit. Euch reicht Diversity. Ihr seid gegen jede Diskriminierung, aber dass Ärmere dumm sind, sich von Chips und Fernsehen ernähren und den Aldi leer räumen, wenn das jemand sagt, da bleibt ihr gelassen. Ansonsten schwadroniert ihr vom guten Leben. Wenn wir uns beklagen, dass unsere Kinder, unsere Enkel in Schulen gehen, die einen hohen Anteil von Migranten haben, dann sind wir, klar, natürlich, Rassisten. Wir sind keine Rassisten. Wir können unsere Kinder nur nicht auf Privatschulen schicken. Und wenn wir einmal im Jahr nach Mallorca fliegen, dann findet ihr das peinlich. Und unser Auto auch. Erzählt uns bloß nichts vom ökologischen Fußabdruck. Eurer ist allemal größer, trotz Fahrrad. Eure Reisen können wir uns schon mal gar nicht leisten. Und das Olivenöl lassen wir uns auch nicht aus der Toskana anliefern. Wenn wir unsere Arbeitsplätze, zum Beispiel in der Lausitz, verteidigen, findet ihr das unerträglich. Nein, wir sind keine Fans der Braunkohle, aber das sind unsere Arbeitsplätze und sie sind vergleichsweise noch gut bezahlt. Helft ihr uns, Ersatzarbeitsplätze zu finden? Wir haben nicht den Eindruck. Ihr seid mit ganz anderen Dingen beschäftigt. Ihr denkt an das Ende der Welt, wir denken an das Ende des Monats. Ihr lasst euch den Bio-Wein in 18er-Kisten anliefern. Wir müssen ihn hochschleppen. Eigentlich wollt ihr doch gar nichts mit uns zu tun haben. Wir sind euch doch zu uncool. Und ins Theater gehen wir auch nicht. Aber da möchtet ihr doch sowieso lieber unter euch bleiben, oder?